Ja, schönen guten Tag hier bei Ride Review. Ein toller Kanal auf YouTube. Wir sind hier gerade im Grusel-Labyrinth und testen hier heute mal die neue Attraktion und sind sehr gespannt. Und von daher weiter einschalten und mal sehen, was es wird. Tschüss! Freut ihr euch schon? Ja! Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und mein Video zu Totem, der verfluchte Wald, die Zusatzattraktion bei den Halloween-Wochen im Grusel-Labyrinth NRW. Wer das Grusel-Labyrinth NRW noch nicht kennt, der sollte entweder hier oben in der Info oder unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Es gibt ein Review von mir zum Grusel-Labyrinth NRW selber. Diese 3000 Quadratmeter große Attraktion hat übrigens das ganze Jahr über geöffnet. Und ist gar nicht zu vergleichen mit normalen Mazes. Das Ganze ist eher ein interaktives Theaterstück mit Grusel- und Schockmomenten. Aber dazu, glaube ich, lieber mehr in dem dazugehörigen Review. Aber eins kann ich euch sagen, das Ding lohnt sich ohne Ende. Und jetzt im Zeitraum vom 3. Oktober bis zum 15. November gibt es auch noch die Zusatzattraktion Totem, die Outdoor-Horror-Maze, die ab 16 Jahren besucht werden kann und im normalen Eintrittspreis schon mit drinnen ist und sogar zwei Durchläufe. Das Ganze ist auch relativ sinnvoll, denn ein Rundlauf durch diese Zusatzattraktion Totem, der verfluchte Wald, ist 333 Meter lang. Heißt, wenn man zweimal durchläuft, hat diese Maze eine Fußstrecke von 666 Metern. Des Weiteren wird empfohlen, erst die normale Grusel-Labyrinth-Attraktion, die Hauptattraktion, zu nutzen, da es da meistens ja auch ein Zeitfenster für gibt und man dann mehr Zeit und Ruhe hat für Totem und das machen kann. Weil man weiß ja auch nicht, wie lange man sich dann anstellen muss, wie viele Leute gerade gleichzeitig da auf einmal hinwollen. Denn es werden immer maximal nur 6 Personen reingelassen und das in einer Taktung von 3 bis 5 Minuten, je nachdem. Totem hat übrigens auch eine Pre-Show, eine Story, aber ist halt nicht so 100% auf Story aufgebaut wie das klassische Grusel-Labyrinth, sondern es geht da ums Erschrecken und Schocken, denn es ist halt diese Halloween-Zusatzattraktion. Und es ist eine Maze, bei der es Regenponchos gibt. Ja, ihr hört richtig. Denn man kann in dieser Maze nass und dreckig werden. Und ich sag mal so, nicht nur kann, man wird es auch. Auch wird darauf hingewiesen, dass festes Schuhwerk getragen werden sollte. Also, das hier sind keine Flecken oder Dreck oder so. Das ist von Totem, habe ich extra mitgebracht für das Video. Super krasse, geile Maze, die mir persönlich sehr gut gefällt.
ist halt was für Leute, die nicht auf dieses stumpfe Splatter-Geschrei-Stroboskop-Einsatz-Geballer stehen, sondern ein bisschen mehr mit Stil, aber das Splattern kommt natürlich nicht zu kurz, ist ja Halloween. Ansonsten folgen jetzt nach den Aufnahmen, die ihr schon gesehen habt, noch ein paar Meinungen zu Totem von anderen Freizeitpark, Blogs, YouTube, Facebook-Seiten und auch noch eine kleine Gesprächsrunde mit dem Geschäftsführer des Grusel-Labyrinth NRW. Das war es dann jetzt erstmal von mir an dieser Stelle. Viel Spaß jetzt mit den ganzen anderen Aufnahmen noch. Beste Grüße auch an alle, die da waren. War ein sehr entspannter, sehr cooler Abend. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert diesen Kanal. Das war's von mir, euer Brofies Ride Review Video Magazin. Ich bin raus und ihr seid die coolsten. Was sagst du zu dieser Zusatzattraktion? Ja, als Zusatzattraktion ist das ganz nett geworden. Klar, auf jeden Fall lohnt sich zusammen mit dem Grusel-Labyrinth. Ist ja selbst auch eine sehr coole Anlaufstelle auf jeden Fall. Ja, also wir haben die Taktung, glaube ich, ein bisschen durcheinander gebracht. Bei uns hat nicht ganz so viel funktioniert, wie sollte. Es könnten gern ein paar Scare-Actor mehr sein. Aber insgesamt ist es definitiv eine coole Sache. So kleiner Zusatz für umsonst dabei, zweimal durchlaufen, kann man machen. Eine super Maze wurde da geschaffen. Die Scare-Momente sind affengeil. Also an manchen Momenten, da möchte ich jetzt auch nicht spoilern, sind unerwartet. Und ja, so nass wird man nicht. Kann ich jetzt schon verraten, wenn man Glück hat. Und ja. Ich kann verraten, der Wassergrad wurde eben hochgedreht. Echt? Ja. Okay, dann warst du nach mir dran, ja? Nach uns wurde dann hochgedreht. Ach so, okay, ja, dann weiß ich nicht. Aber lässt sich weiterempfehlen, sagst du? Auf jeden Fall. Allgemein, das Grusel-Labyrinth ist eine Spitzenattraktion an sich. Kann man auf keinen Fall mit irgendwelchen Maces in verschiedenen Freizeitparks vergleichen. Und deswegen lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall hier beim Grusel-Labyrinth. Und Tote muss man mitnehmen, auf jeden Fall. Dankeschön. Gerne. Ja, also ich finde es einfach nur super, war meine erste Maze überhaupt. Ja, soll ich groß zu sagen, einfach nur geil für mich. In den Moviepark-Sachen war ich auch noch nie, also dafür sage ich jetzt einfach wirklich super gemacht, auch von der Thematisierung her. Ja, soll man großartig noch sagen. Ich empfehle es einfach nur weiter, wer Bock drauf hat und sich gruseln lassen, gruseln lassen will, soll hier rein. Also auf jeden Fall. Fandest du es? Gut, also wirklich sehr gut, absolut empfehlenswert. Viele, viele Schockmomente. Ich sag's mal so, wenn man leicht, aber auch wirklich schreckhaft ist, dann kann man sich hier sehr gut erschrecken lassen. Es gibt ganz, ganz viele Kleinigkeiten, ganz, ganz viele Besonderheiten, die wirklich Spaß machen. Was mich am meisten geflasht hat, war diese Geschichte, wie hieß sie noch? Sumpf, ne? Irgendwie Sumpf, genau. Ja. Feste Schuhwerk ist ein Muss und richtig gut besucht diese Maze. Ich kann sie nur empfehlen oder wir können sie nur empfehlen. Kannst du es weiterempfehlen? Ja, absolut. Viel Nebel, man sieht es gerade im Hintergrund. Ne? Und was ich ganz besonders toll finde, ist, dass so arme kleine Mädels dann auch ausgesucht werden. Die dürfen dann auch wirklich als allererstes durch die Maze. Und was dann passiert, das erzähle ich jetzt nicht. Da braucht die Kamerafrau gar nicht mit der Kamera und dem Gesicht so komische Dinge machen, ne? Bist du eigentlich schon mal in anderen Maces gewesen, allgemein? Ja, natürlich. Movie Park und Walibi und Fort Fun liegt auch noch irgendwann an. Aber Movie Park ist auch toll, ohne Frage. Walibi ist in Holland, da ist der Geschmack etwas anders, aber auch durchaus okay. Aber für das Grusel-Labyrinth NRW ist diese Maze wirklich eine tolle Zusatzattraktion. Insgeheim wünsche ich mir ja, dass die hier im Winter das ganze Gruselzeug rausräumen, ein bisschen künstlichen Schnee, einen fürchterlichen Weihnachtsmann, so ein schönes Weihnachtsdorf. Es wäre perfekt, könnte man machen, bei 300 Weihnachtsbäumen, die hier stehen, Bäumen, die hier stehen. So, das war's, oder? Genug Spoiler, ja, wir hören auf. Danke. Danke. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Maze, meiner Meinung nach. Oh, vielen Dank. Und ja, erstmal allgemein für die Zuschauer, wie kam es zu der Idee, das Ganze zusätzlich zu machen und zu Halloween und auch zu der Idee mit der Story dahinter? Also es ist so, dass wir ja in Kiel schon ein Horrorlabyrinth gemacht haben.
Und selbstverständlich war es für uns klar, dass wir irgendwann auch wieder ein bisschen Horror machen wollen. Aber das soll jetzt ja nicht immer Horror sein im Grusel-Labyrinth. Wir sind ja eine Familienattraktion. Aber halt rund um Halloween, das ist halt einfach die Zeit, da kann man sowas mal machen. Deswegen haben wir gesagt, okay, die Fläche hier hinter dem Grusel-Labyrinth bietet sich wunderbar dafür an. Im Außenbereich kannst du auch nichts anderes machen als ein Horror-Labyrinth. Ist einfach so. Und ja, das war dann halt so die erste Idee. Und zur Story haben wir halt gedacht, okay, wir wollen unbedingt gerne einen Wald machen. Es ist einfach wunderschön, die Atmosphäre in so einem Wald. Es war halt früher an der Villa Fernsicht, wo wir das erste große Labyrinth gemacht haben, schon so, dass wir da auch einen Wald drumherum hatten. Wir kennen das halt und wir wollten uns halt sozusagen wieder wie zu Hause fühlen. Also haben wir gesagt, wir verwandeln jetzt diese ganze Riesenfläche einfach mal in einen Wald. Und haben das getan. Ja. Das ist gelungen. Danke. Dann haben Sie ja anfangs gesagt, dass es 6 Darsteller in der Maze selber gibt. Ich persönlich habe empfunden, dass das, glaube ich, das Dreifache war. Also das war... Respekt. Das sieht nach einer riesigen Materialschlacht aus. Kann man da mal für die Nerds so ein bisschen Zahlen raushauen, was wie an Material und an Arbeit da drin steckt? Also ich kann sagen, dass wir hier bestimmt 20 Tonnen Untergrund verarbeitet haben, dass wir 300 Tannen aufgestellt haben hier im Wald. Die muss natürlich auch erstmal alles im Sauerland her transportiert werden. Auch das war ein Riesenakt. Ja, ich weiß keine Ahnung, wie viele Kilometer Kabel verlegt worden sind. Ja, genau. Da wird gerade schon wieder gearbeitet an dem Licht, weil es soll ja funktionieren. Also eine Menge. Das große Labyrinth ist ja jetzt bald, also noch nicht ganz, aber bald ja ein Jahr hier im Ruhrgebiet. Gefällt mir auch sehr gut. Auch zufrieden mit der Resonanz aus der Bevölkerung und den Besucherzahlen, weil ich kann mir das natürlich schwer vorstellen, wenn man aus Kiel hier hinkommt, neu anfängt. Ach, weißt du, das ist gar nicht so für uns so dramatisch, weil wir haben ja auch familiäre Wurzeln hier in NRW. Also ist jetzt nicht irgendwie so völlig neue Welt, ne? Aber klar, also wir sind sehr zufrieden. Das Publikum nimmt die Show super an. Also wir hatten nur in den allerersten Tagen ein paar Anlaufschwierigkeiten und danach haben wir fast nur 1 Bewertungen gekriegt, also wirklich sehr gut. Und ja, also wir sind da einfach wirklich momentan sehr zufrieden, was nicht heißt, dass wir uns irgendwie darauf ausruhen oder sowas. Also wir arbeiten ständig an der Show, machen immer Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, wann du jetzt zuletzt drin warst, wenn du jetzt wieder... Oh je, da musst du mal wieder rein, weil es hat sich inzwischen auch noch wieder einiges getan. Wir haben viel zusätzliche Dekoration und einige Abläufe werden halt natürlich ab und zu mal geändert, damit sie nicht immer exakt gleich sind. Ja, und jetzt während Halloween gibt es ja auch noch die Zusatzerschrecke, also lohnt sich sowieso. Das auf jeden Fall. Was ist denn noch so in der Zukunft geplant, so ein bisschen aus dem Nähkästchen, entweder mit dem Wald oder allgemein noch Erweiterungen? Gibt es da irgendwas schon so in Aussicht? Also ich kann an dieser Stelle nur so viel sagen, dass es natürlich auch in Zukunft Neuigkeiten geben wird. Es wird auch in 2016 noch was Neues geben. Was das ist, kann ich jetzt noch nicht verraten. Kann. Nein, darf ich leider nicht, sonst... Das wollte ich hören. Sonst gibt's Ärger. Das entscheide ich nicht nur alleine. Gut. Warum sollten die Leute auf jeden Fall hier hinkommen? So, das wäre, glaube ich, so der passende Abschluss. Warum lohnt sich das? Also, ich habe da viele Gründe für, aber jetzt mal von der obersten Quelle aus... Ich würde sagen, die Leute sollten herkommen oder ich glaube, es lohnt sich für die Leute herzukommen, weil die werden hier vor Ort merken, dass wir das mit Herzblut machen und dass wir wirklich auf die Kleinigkeiten achten, dass uns das wirklich am Herzen liegt, dass die Leute hier echt Spaß haben. Und da kämpft hier jeder drum, dass echt wir alle Gas geben und dass wir mit Leidenschaft bei der Sache sind. Das merkt man auch wirklich. Danke. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.